So tiefgreifend wie die Daseinsmächtigkeit, wie die Verwandlung von der Daseinsmächtigkeit zur Belieferungsbedürftigkeit und zur Versorgungsabhängigkeit ist, so tiefgreifend ist auch die Verwandlung des Zusammenlebens nach der Landnahme. An die Stelle der gemeinschaftlichen Nutzung des Landes, also an die Stelle der kooperativen Erzeugung des Lebensunterhaltes, tritt die Rivalität um die rationierten Lebensmittel, der Verteilungskampf. Das Prinzip des Teilens weicht dem der Zuteilung. Menschen, ehemals daseinsmächtige Menschen, die um ihr Leben zu fristen etwas kriegen müssen, ich benutze jetzt ausdrücklich das Wort kriegen, wir könnten auch bekommen sagen, aber dann geht das Wortspiel nicht auf. Oder dann geht die Einsicht nicht auf, die mit diesem Wort verbunden ist. Menschen, die um ihr Leben zu fristen etwas kriegen müssen, weil sie es nicht mehr selbst herstellen können, sind zugleich kriegende, das heißt kriegführende Menschen. Und deswegen ist das, was mit den Bedürfnissen passiert, auch ein Akt der Befriedigung. Bedürfnisse müssen befriedigt werden, sodass dann ein Zustand vorübergehenden Friedens wiederhergestellt ist. Kriegend sind übrigens nicht nur die Untertanen, das muss uns leider nicht beruhigen, die untereinander rivalisierend ihren Lebensunterhalt für Lohnarbeit eintauschen, sondern auch diejenigen, die den produzierten Reichtum aneignen und verwalten und Macht haben. Macht haben, den Reichtum nach ihren Bedingungen zuzumessen. Auch sie sind kriegende Menschen geworden. Auch sie haben sich ihrer Daseinsmächtigkeit begeben und die Erhaltung und Gestaltung ihres Lebens einer Maschinerie der Produktion, in die die arbeitenden Leiber eingefügt werden, wie Räder im Räderwerk überantwortet. Und uns muss vor den kriegenden Mächtigen natürlich banger sein als für den kriegenden Machtlosen. Selbst wenn wir uns also einen Augenblick, und das sage ich jetzt an die Adresse wirklich der Diskussionen, die ja so in Attac-Umfeldern geführt werden, selbst wenn wir uns einen Augenblick der utopischen Vorstellung hingeben, dass alle Güter der Welt, der ganze menschheitlich erwirtschaftete Reichtum gerecht verteilt würden, so bliebe doch diese Herabwürdigung des Menschen zum belieferungsbedürftigen Mängelwesen davon unberührt. Also mit der Verteilungsgerechtigkeit ist die Herstellung von Daseinsmächtigkeit, Wiederherstellung von Daseinsmächtigkeit nicht gegeben. Selbst wenn also die Gleichheitsrechte, utopische Vorstellung, ich bin immer noch bei Utopie, selbst wenn also die Gleichheitsrechte unserer Verfassungen praktisch gültig würden, bliebe die Fähigkeit zur Freiheit, die aus der Selbsterhaltungsfähigkeit kommt, auf der Strecke. Wie konnte eine derart einschneidende, an den Lebensnerv gehende Beraubung so unauffällig vonstatten gehen, dass die Beraubten ihrer nicht gewahr werden? Wie kann Besitzmacht elegant sein? Wie lässt sich diese Erpressung großen Stils verheimlichen? Die Enteignung der Daseinsmächtigkeit wird gekoppelt mit einer Verheißung. Der Verheißung nämlich der lückenlosen Versorgung von der Wiege bis zum Grabe. Die Erwartung, dass die entfesselte Produktion, und die kann nur entfesselt werden, wenn sozusagen das Eigentum konzentriert wird und wenn alle in die gleiche Richtung zu Arbeitswesen ernannt werden, also selbst, dass die Erwartung, dass die entfesselte Produktion dieses Versprechen einlösen werde, nämlich lückenlose Versorgung von der Wiege bis zum Grabe, hat sich durchgesetzt, Land auf, Land ab, von links bis rechts, wenn denn diese Unterscheidung heute überhaupt noch irgendeinen Sinn macht, besteht Einigkeit, dass Produktion Befreiung bringt, dass sie die Freiheit kostet, will kaum jemandem einleuchten.
Man kann mit Canetti sagen, dass die Produktion heutzutage der neue Gegenstand ist, der Heiligkeit beansprucht. Er ist sozusagen an die Stelle der alten Götter oder des alten Gottes getreten. Es ist gelungen, die Überzeugung zu nähren, dass von der entfesselten Produktivität beide profitieren, die Herren und die Knechte, die Konzernherren und die Konsumenten, wenn auch unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen in unterschiedlichem Ausmaß.